Und dann ist der vierte Kurstag gekommen. Wir haben hier einige Sachen gemacht, unter anderem Funktion Teilergebnis 9 kennengelernt. Teilergebnis 9 entspricht eigentlich einer Summe, aber nicht von allen Argumenten, sondern von ersichtlichen Argumenten. Was heißt das konkret? Ich habe hier eine Funktion Summe, E41, und hier habe ich Funktion Teilergebnis 9, ebenfalls zweite Zeile bis 41. Zeile. Einfach Spalte F. Spalte F ist jeweils identisch mit Spalte E. So, und jetzt, ich habe Filter aktiviert und ich habe gesagt, Flaschenhals und Landi als Lieferanten, die Firmen interessieren mich. Und ich habe Antwort, Teilergebnis liefert mir 107, Summe liefert mir fast 800 Franken. Ich passe es an, um zu überprüfen, ob das funktioniert. Ich nehme Landi, Flaschenhals nehme ich weg, Landi und Lidl. Und jetzt sehe ich, im Landi und Lidl habe ich 54 Franken ausgegeben und Summe ist immer noch 799 Franken und 14 Rappen. Warum? Weil die ersichtlichen Argumente, das sind die 6 Argumente, da werden sie zusammengezählt. Und hier wird alles zusammengezählt, egal ob ich sehe, ob das aktiv ist oder nicht aktiv ist. Klicke ich bei Teilerge beim Filter auf Alle, dann werden Teilergebnis 9 und Summe identisch groß sein. Teilergebnisfunktionen sind Bestandteile von Teilergebnissen als Tools. Und wo sind die Teilergebnisse als Tools? Das werden wir gleich sehen.